Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. So, 1:1 gegen Helsinki in der Champions League Qualifikation. Ja, auswärts, ja, ist okay, ist aber nicht überragend. Und jetzt, ich hatte natürlich einen kleinen Denkfehler. Ich habe gesagt, im letzten Jahr, da haben wir die Champions League direkt erreicht, das stimmt auch, aber das haben wir geschafft, weil wir im Vorjahr die Champions League ja sogar gewonnen haben, hier auf der Profistufe damals noch, jetzt sind wir auf Weltklasse, das stand auch in den Kommentaren, besten Dank dafür, ganz logisch, wir müssen halt die Quali machen. Und so schlecht sieht's ja nicht aus, der gute Gell hat auch geschrieben, das müsste doch im Rückspiel noch zu packen sein. Da bin ich seiner Meinung. So, was haben wir denn hier? Wir sind mit Colombo zufrieden. Aha, okay. 61, Alter 16, könnte man hochnehmen. Der ist ja schon oben, was erzähle ich denn? Spielt der oder was macht der? Haben wir den auf der Liste oder? Ne, den haben wir nicht auf der Liste. Den lassen wir. Ach, den trainieren wir. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Das ist der Kollege, der hier zum zentralen Mittelfeldspieler umgeschult wird. Ach, oder wurde. Moment, Entwicklungsplan. Ja, müsste doch durch sein. Oder nicht? Form okay, Entwicklungspläne laufen. Okay, zentraler Mittelfeldspieler. Ja, müsste eigentlich gehen. Warum hat der denn jetzt hier immer noch ZOM? Da fehlen ja noch 2 Wochen. Ach, mit Y. Moment, das habe ich halt noch gar nie gemacht. Jetzt haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler draus gemacht. Okay, und jetzt lassen wir ihn ausgeglichen trainieren. Das wäre soweit richtig. Sehr gut, dann haben wir nämlich einen Ersatz. Wir haben ja irgendwie Ebischer verhühnert. Verloren. Nein, ich habe ihn eingetauscht, leider. Und deswegen haben wir da keinen Ersatz mehr. Ja gut, dann können wir weitergehen. FC Zürich wäre das nächste. Das würde ich eigentlich gerne spielen, muss ich gestehen. Was war das? Falscher Knopf. Wir brauchen Training. Wo haben wir es denn? Hier. Einmal die Bissigkeit. Jawohl. Simulieren. Weiter. Dankeschön. Und dann haben wir für Karacic ein Angebot. Für 4,55 Millionen. Ich verkaufe ihn ungern. Ich muss aber gestehen, wir haben dort jetzt natürlich tatsächlich mit Mbabu valablen Ersatz. Also Karacic wird da nicht mehr groß zum Zug kommen. Ich würde mal zur Transferzentrale und gucken. Wir delegieren da mal die Verhandlung. Mal gucken, was wir kriegen. 6, 7 sogar. Wow. Okay, das würde ich ja nicht annehmen. Kann ich das annehmen? Nee, nicht zurückziehen? Nee, das ist das Angebot. Okay, gut. Da müssen sie weiter verhandeln. Ja, mal gucken, ob der geht. Wir haben auch nochmal einen Ersatz, glaube ich. Da würde ich jetzt aber ganz gerne noch kurz zur Mannschaft gehen. Habe ich wieder die Maus hier drin? Ja, natürlich. Was sonst? Also, zur Mannschaft gehen und hier schnell gucken. Nämlich folgendes, dann brauchen wir den Herrn Karacic hier eigentlich nicht mehr. Haben wir hier noch was für die rechte Verteidigung? Baumann geht, glaube ich, eh auch. Nee, dann haben wir nichts mehr. Badje könnte das lösen. Okay, gut. Dann lassen wir mal noch drin, auch wenn wir ihn wahrscheinlich verkaufen, damit wir ihn eben einfach haben, wenn wir ihn brauchen. Ganz klar, falls sich ein Babu verletzt oder sonst was passiert. Ich habe hier irgendwie, merkt man's? Ganz einen schnellen Finger. Da sehen wir, das nächste ist dann tatsächlich bereits das Rückspiel. Dann würde ich hier den einen oder anderen schonen, muss ich gestehen. Trikots, nicht wirklich ideal. Aber wenn die in Weiß spielen wollen, was hätten die denn als Ersatz? Moment, müssen wir mal. Ach, ich muss erst uns machen. Okay, machen wir das in Rot. Und hier dieses Dunkle. Nee, der FC Zürich ist weiß. Das würde ich so lassen. Sehr schön. Gewählt hätten wir. Was mache ich denn jetzt? Nochmal? Okay, kann ich? Jawohl. Wir bräuchten noch... weiter ist hier. Wir bräuchten noch... Jetzt kann ich schon wieder raus. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ist nicht wahr. Zurück, zurück. Jetzt geht's. Man muss die richtigen Knöpfe erwischen. Heute ist irgendwie... Es ist halt warm. Aber es ist, glaube ich, überall warm. Das kann ich jetzt irgendwie als Ausrede auch nicht bringen. Teammanagement? Leute schon. Der Herr Kühn kommt mal raus. Der Herr Heisig kommt rein. Und hier haben wir Montandor, der reinkommt. Und hier haben wir Badje, der reinkommt. Das ist immer noch eine starke Mannschaft. Mal gucken, ob wir den dritten Sieg anfahren im dritten Ligaspiel. Weiß ich natürlich auch nicht. Müssen wir erstmal spielen in Ruhe. Und das bei 30, 35 Grad hier im Büro. Heiliges. Martino Meyer. Jawohl, vom FC Zürich. Zeigt uns seine Ballkünste. Sieht nicht so schlecht aus, muss man sagen. Und es regnet, sehe ich gerade. Ja, sind wir gut auf Regen? Ich würde sagen, uns stört es nicht massiv. Ja, lass uns mal reingehen. Ziege natürlich wieder vorne als Kapitän. Wir spielen von rechts nach links. Heißt, er hat den Anstoß und wir sind in den roten Trikots unterwegs.
Ja, schon mal frech hier. Oh, Heise verliert aber den Ball. Wir haben ihn aber schon wieder. Das war nicht mal Heise Schuld, weil da waren doch ein bisschen viel im Weg, würde ich behaupten. Schöner Ball, Heise Lauf. Jawohl, sauber. Ein Mecha. Oh, ein Mecha. Stimmt, der spielt ja auch. Hat er mal Tor geschossen. Allerdings die Vorarbeit ganz klar von Heisi. Hat er schön gemacht. Würde ich mal behaupten. Ja, die Freude ist groß. Sie wollen natürlich den dritten Sieg. Ganz klar. So, nochmal gucken. Hier der Haken. Und dann das Auge. Da hätte man eigentlich sogar noch auf den Mann, der mitgelaufen ist, spielen können. Aber wenn ein Mecha das Ding auch macht, mit links. Ja, sieht gut aus. Hier mit schön viel Schwung und Drall. Ja, ich sag's doch. Genau, jetzt ein bisschen zurück und Tor. So, okay, er trifft also auch. Das freut mich für ihn, weil er steht zumindest bei mir immer ein bisschen in Kritik. Oder in der Kritik. Ja, weiß auch nicht, bin ich so Fan von dem. Ich mag den Herrn Kühn halt tatsächlich um einiges mehr. Oh, aufpassen hier. Nicht, dass wir gleich irgendwie Ärger kriegen. Aber so nochmal hinten rum. Ja, ein Babu ist da am Absichern. Ja, und Buddy hilft. Oh, und Mecha. Mecha hat Platz, wie man sieht. Ja, gut ins Leere laufen lassen. Wir müssen zwar da hinten rum. Der Konter ist sozusagen gelaufen, aber wir haben den Ball noch. Oh, den musst du rüberspielen. Ei. Ui, da wäre einer nebenan genau freigestanden. Herr Heisenberg. Auge. Aber das war natürlich eine vertragte Situation. Oh, echt jetzt? Ui. Konnte ich gerade noch mal klären. Ziggy haut immer weg. Gut soweit, gefällt mir. Ja, Chrysanze auch mit Ruhe. Ein Babu. Ah, genau in den Mann rein. Schade, ärgerlich. Da können sie wieder kontern. So, gute Männer, bitte zurückkommen. Ja, sauber. Gleich nochmal, jawohl. Jawohl, der ist auch schön frei. Babu sehr gut gemacht. Ah, und da bleibt er hängen. Ärgerlich. Ja, wir verlieren ein bisschen, wie soll ich sagen, die Oberhand. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Oh, zum Glück hat er geschossen. Da wäre nämlich auch in der Mitte einer gestanden, genau wie vorher bei Heisi. Geh mal einer drauf. Ja, und dann klingelt's. Da geht halt keiner drauf. Ist es denn zu sagen? Herr Badje. Merken wir da, dass Omar Agic draußen ist? Den schon war ja fürs Champions League Spiel, für die Quali. Pfosten rein. Mal gucken. Ja, ist halt komplett alleine. Also ja, dass er die dann macht. Da hat er zwar noch Glück, dass der Ball reingeht, aber ärgerlich. So schön in Führung gewesen. Ist natürlich dann nervig, wenn der ganze Vorteil wieder flöten geht. Gut gemacht von Vargas. Genauso möchte ich ihn sehen. Jetzt aber aufpassen, jetzt hat er genau zu lange gewartet. Ah, ärgerlich. So, ein Babu geht, der hat Platz. Mal gucken, was er macht. Macht er gut soweit. Aber der Pass ist da natürlich nichts und jetzt fehlt er hinten. Das könnte wieder gefährlich werden. Ja, Badje zeigt, dass du hier ein valabler Ersatz bist. Haben wir. Jawohl. Ja, gut rausgekugelt hinten. Ja, da renne ich jetzt schon wieder rein. Heisi mit Sicherheit oder mit, wie soll ich sagen, ja, auf Sicherheit bedacht. Während er hier durchgeht. Ja, ich dachte, ich hätte ihn nicht. Herr Heisenberg, wir sind in Zweikampf gegangen, immer in der Ecke. Zweikampf gegangen und dann wurde das irgendwie halt als Schuss genommen. Schade, nicht geklappt. Cuisance mit Platz. Und mit Elfmeter. Jawohl. Gut gemacht, schön gewedelt und gefällt worden. Das sehen wir uns gleich nochmal kurz an. Ja, Heise geht auch nochmal kurz dazwischen.
Oh, okay. Ein bisschen hart reingegangen und halt, das war halt, soll ich sagen, der Ball war nicht gerade in der Nähe. So, mal gucken, ob wir das Ding reinkriegen. Ich hoffe es natürlich. Oh! Nein, Pfosten! Eieiei, wie schlecht. Ah, das darf nicht passieren. Einen Elfmeter darfst du nicht verschießen. Klar, es kommt vor, das wissen wir. Logisch kommt es vor. Darf trotzdem nicht passieren. Oh, zu hoch von Cuisance. Schade, gleich die nächste Chance. Also es passiert was in dem Spiel, man sieht es. Jetzt ist aber Pause. 1-1. Oh, das ärgert mich natürlich. Babu, Hallöchen. Ah, dass wir da den Elfmeter an den Pfosten setzen. Gibt's doch nicht. Wir gehen mal schnell gucken. Cuisance ist müde, da hätten wir Colombo noch. Oder wir hätten... haben wir nicht irgendwo... Wo ist er denn? Haben wir den gar nicht mitgenommen, den Omaragic? Nicht den Omaragic. Wer fehlt denn da noch? Blanco. Ich möchte da nicht Colombo. Dann haben wir zwei Auswechselspieler. Ich habe den gar nicht mitgenommen. Heiliges, okay. Aber ich würde sagen, dann gehen wir hier schnell runter. Badie lassen wir. Hier vorne. Heisi raus, Kühn rein. Machen wir es so. Okay. Wir brauchen ein zweites Tor. Wir wollen drei Siege in den ersten drei Spielen. Und das ist nicht vermessen, würde ich sagen, sondern durchaus möglich. Oder im Bereich des Möglichen zumindest. Aber dafür müssen wir jetzt nochmal ein Tor schießen. Und dafür sollte man nicht einen Elfmeter verdadeln. Oh, wie der hier durchkommt. Oh, echt jetzt? Ui, da ist Ziggy dran. Oh, das war gefährlich, wenn der geflogen wäre. Uiuiui, ich wollte den Ball rausdreschen und dann setzt er da zur Grätsche an, der Wahnsinnige. Sehen wir das nochmal? Ja, das ist einfach die Wiederholung. Ja, Ziggy mit dem Knie wie so ein Handballtorwart. Jo, oh, da kommt ein Babu leider nicht ran, ist aber egal. Das gibt ganz klar Abstoß. Hier wirklich im strömenden Regen. Schöner Ball soweit. Gut gemacht. Jawohl, lauf durch. Da macht er nochmal einen Haken. Und da ist ein Fuß im Weg. Ah. Ui, jetzt nicht kontern. Nee. Oh, was war das? Aha, abseits wahrscheinlich. Ja, sieht ganz so aus. So, ein Babu nochmal mit Platz. Cuisance mit Tempo und Aggressivität. Nein, ich wollte sowieso eigentlich in die Mitte spielen. Ui, was macht der da Wildes? Schönen Babu. Ich wollte in die Mitte spielen. Da war einer frei. Gibt's doch nicht, dass das Spiel dann irgendwie wieder... Oh nein! Oh, Badie! Ui, gefährlich. Los, komm zurück. Ja, jetzt sieht schon wieder besser aus. Ein Babu langsam. Das ist ein Fall für Ziggy. Sehr gut. Und da ist Vargas frei. Schiri? Ja, egal, Vargas steht schon wieder und sprintet. Ach, und bleibt hängen. Das war natürlich ganz schwach. Da wird schon gerutscht. Oh, da komme ich nicht hinterher. Aber wenn man ruhig bleibt, geht's. Oh, nein. Nein, da ist das Ding drin. Ach, es ist einfach nur ärgerlich. Nö, gibt's doch nicht. Na gut, wir müssen gucken. Wir müssen die Champions League Quali schaffen. Wenn wir jetzt hier halt mal irgendwie einen schlechten Tag haben, dann haben wir den. Wichtig ist die Champions League Quali, das ist ganz klar. Auch er wieder hier in den Mann reingedribbelt. Aber aggressives Hinterhergehen bringt noch nichts. Oh, ein Babu mit dem Fehler. Der unser teurer, oder ja, wahrscheinlich sogar unser teuerster Einkauf. Ja, der müsste draußen landen. Nee, tatsächlich nicht. Geht da mal einer drauf? Was macht die Verteidigung? Oh lala. Ja, zack. Da haben wir das Geschenk. Das Schöne ist, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr oder in dieser Saison die Liga nicht so dominieren wie in der letzten Saison. Was daran schön ist, ja,
gibt spannendere Spiele, würde ich behaupten. Allerdings, irgendwie kann es sein, dass mein... Nee, ich sag's jetzt nicht. Das klingt nach Ausrede. Aber irgendwie mein Controller, ich habe schon mal, als ich gegen Kollegen gespielt habe, gedacht, so richtig funktioniert der irgendwie nicht mehr. Ja, jetzt mal immerhin. Da bleibt er stehen. Herr Kühn. Bemühen Sie sich. Gut. Nein, mit Rücklagenmecher. Oh lala. Das wäre nochmal die Möglichkeit gewesen. Ja. Es wäre sie gewesen, war sie aber nicht. Ja, 5 Minuten noch. Das wird eher eng hier. Ja, erste Saison, Niederlage wahrscheinlich. Wobei, es ist noch nicht durch. Wir haben solche Partien schon mal aufgeholt. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir nicht noch unter die Räder kommen. Zürich ist nicht unbedingt gerade, also in der Realität natürlich jetzt Schweizer Meister geworden. Aber hier bei FIFA müssen wir als FC Heisenberg eigentlich den Herr werden. Ich komme halt nicht ran. Ja, aber Ziggy kommt dran. So, mach schnell, dann haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit. Gut, schöner direkter Pass. Von Schara hier. Gut gemacht von Schara. Ah! Ui! Ich wollte vielleicht zu Kühn passen. Ja, Heisi sagt es auch gerade. Da sehen wir es nochmal. Ja gut, der Ball wäre fast weg gewesen. Da ist halt der Torwart noch dran. Ja, letzte Chance. Vermutlich wäre es noch ein Tor zu schießen. Eins noch. Ja, so nicht. Das war's. 3-1 Niederlage gegen den FC Zürich. Ein Rückschlag, den müssen wir hinnehmen. Das ist Fußball. Da kann sowas mal passieren. Schlecht gespielt, ganz klar. Ich glaube nicht, dass es an den Auswechslungen lag. Also, dass wir jetzt hier mit 3 Leuten gespielt haben aus der B-Mannschaft. Das war einfach insgesamt ein schwacher Auftritt. Ganz klar. Gegen Helsinki, das nächste Spiel. Da muss was passieren. Da müssen wir anders auftreten. Da haben wir dann aber auch wieder alle Leute. Alle Starken. Das Spiel natürlich wieder mit der stärksten Mannschaft, die wir haben. Hier ist das Ganze bereits umgefärbt in die Champions League Farbe. Und da sehen wir es. Qualifikationsrunde. Jetzt steht sogar. Da stand zu Beginn interessanterweise nicht. Heimspiel gegen Helsinki. Ein 1-1 im Hinspiel, das heißt, wir müssen gewinnen und sonst gibt es Verlängerung Elfmeterschießen. Oder wir verlieren, dann sind wir raus. Das ist ganz klar. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ja, jetzt haben wir halt mein Spiel verloren. Ich bin immer noch guter Dinge. Wir kriegen das schon gewuppt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, eben so ein Durchmarsch wie in der letzten Saison. Ich finde das fast irgendwie gesünder, wenn wir auch mal irgendwie eins auf den Deckel kriegen, auch wenn es mich ärgert. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.